Und zwar sprechen wir jetzt im zweiten Teil hier wirklich über das Thema Risk-on, Risk-off-Strategien im Forex-Trading. Das heißt, Forex-Trading, da kann man ja immer etwas machen und im Forex-Trading bewegt sich auch immer etwas. Wir haben schöne starke Aufwärtsphasen, wir haben schöne starke Seitwärtsphasen und wir haben natürlich auch schöne starke Abwärtsphasen. So, und in diesen starken Phasen macht es natürlich Sinn, dass man sich als Trader auch auf die Märkte entsprechend einstellt. Heißt also hier an diesem Punkt, wie wir an den Märkten arbeiten, sollten wir uns vom Markt auch sagen lassen. Bevor wir jetzt hier in die entsprechenden Details reingehen, möchte ich nochmal den Risikohinweis entsprechend ins Spiel bringen. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit, ja, machen wir jetzt den Schwung in das, was ich an diesem Punkt bringen möchte. Ich wollte das ja schon in der vorigen Woche machen. Einfach mal darüber sprechen, wie verhalten sich denn momentan die entsprechenden Märkte? Wie können wir uns als Trader darauf einstellen, was an den Märkten passiert? Und bei dem Punkt Trading an den, an den, an den Index, beziehungsweise nein, nicht an den Indexmärkten, an den Forex-Märkten, ist es ja so, wir sehen es ja hier auch bei Tickmill, wir haben ein schönes großes Potpourri an Handelsmöglichkeiten da. Und da kann man auch immer schöne Handelsideen finden. Das sehen wir ja hier an dieser Stelle auch. Es gibt immer wieder Punkte, jeden Morgen, wo Bewegung in die Märkte kommen kann. Das heißt, das ist ja die Grundlage auch der Analyse, die man hier an dieser Stelle macht. Aber es gibt an den Märkten immer wieder unterschiedliche, sage ich mal, Verhaltensweisen der Marktteilnehmer. Manchmal wirklich laufen die Trades sehr stark, sehr dynamisch an. Manchmal ist es so, wie wir das jetzt zuletzt beispielsweise im Euro-US-Dollar gesehen haben, da wurde der Abwärtstrend getriggert und der Markt kommt einfach nicht in die Gänge. Ne? Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, ich mache mal hier den Chart kurz auf vom Euro-US-Dollar, kurzen Augenblick. Ich muss da mal kurz umschalten. Hier, das ist der Euro-US-Dollar. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Hier, ich zoome es mal ganz kurz ran. Schaut mal hier. Das war die Trendentstehung vom Abwärtstrend. Aber anstelle der dynamischen Abwärtsbewegung, die jetzt hier gekommen ist, verharrt der Markt einfach wie ein Kaugummi an dem Level, wo er gerade ist. Ja, das heißt, das ist halt so eine Phase, wo der Markt sich noch nicht so richtig für eine Richtung entscheiden will, ja, aber tendenziell schon mal eine Richtung anläuft. Ne? Das sehen wir auch bei anderen Märkten. Beispielsweise kann ich das mal kurz zeigen, bei welchem Markt wollen wir das mal kurz machen. Ich glaube hier im Cable, also britisches Pfund, US-Dollar. Das ist genau das gleiche Bild, wenn wir uns das mal auf Tagesbasis kurz anschauen wollen. Wir sind hier eine ganze Weile sozusagen hin und her gesprungen. Unten wollten wir nicht richtig tief runter. Wo muss ich denn das jetzt finden? Kurz hier, da muss ich mal den kleineren Bereich kurz nehmen. Hier, das war so die Marke dieser Bereich hier unten, diese Linie kurz zusammengerafft mal an dieser Stelle, wo wir unten hier nicht deutlich drunter wollten, oben nicht deutlich drüber wollten. Also oben kam der Ausbruch, dann wieder der Abverkauf, unten ging es nicht wirklich runter, dann ging es erstmal wieder deutlich nach oben. Also dieses Hin und Her sozusagen, bis der Markt sich dann entsprechend findet, nach sehr, sehr starken vorangehenden Bewegungen. Das sind so Phasen, wo man als Händler immer mal schauen sollte, okay, wie muss ich mich denn jetzt entsprechend an den Märkten positionieren? Was mache ich mit meinem Positionsmanagement? Wie arbeite ich mit den Risiken? Weil eins ist ja ganz klar, wenn wir als Händler ein Handelssignal bekommen, ja, da können wir jetzt nicht die oder sollten wir nicht die Münze werfen und sagen, okay, das Handelssetup, das trade ich, das Handelssetup, das trade ich nicht. Wir wissen ja im Vorfeld nie, was aus einem Trade wird, ja? Also so ein Bruch kann ja auch hochdynamisch nach unten laufen. Das kann ja alles passieren. Wir wissen es ja nicht. Aus diesem Grund, wenn ein Signal kommt, muss ein Händler das entsprechend auch traden. Ja, ein Computer wird es ja auch machen. Der Computer überlegt ja nicht, wenn der gesagt wird, okay, wenn sich ein Trend fortsetzt, geh bitte in die Position rein, da denkt der Computer ja auch nicht nach, oh, naja, warte mal, hat der vorher geklappt oder nicht, sondern der kriegt gesagt, dort gehst du rein, dann geht er da rein, egal was am Ende bei rauskommt. Dafür gibt es das Risikomanagement. So, wir als diskretionäre Händler haben natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich handle das jetzt oder ich handle das nicht. Aber das ist der falsche Weg an dieser Stelle. Der richtige Weg müsste sein oder sollte der sein, das ist auch das, wie ich im Trading auch immer verfahre, wenn ich ein Signal bekomme. Ja, und ich habe das Geld, das Signal zu traden, das ist ja noch eine andere Geschichte, dann wird das Signal entsprechend auch getradet. Das ist faktisch wichtig. Was ich allerdings mache, ist ganz klar, ich passe mein, sage ich mal, Risiko- und Money-Management den Märkten an. Und da schauen wir uns mal ganz kurz was an, wie ich hier entsprechend arbeite. Und zwar, ich zeige jetzt hier mal einen Weg, den jeder
meiner Zuschauer hier an dieser Stelle auch gehen kann, und zwar kostenfrei. Und zwar ist das die Seite von Finnwitz, und auf der Seite von Finnwitz gibt es eine Übersicht bei den Futures über die Futures der Währungen. Das heißt, das, was wir hier jetzt an dieser Stelle sehen, was wir hier im Hintergrund sehen, oben beleuchtet, das sind die Währungsfutures, ja? Deswegen steht ja auch US-Dollar, Euro, japanischer Yen, britischer Pfund und so weiter und so fort und nicht Euro-US-Dollar, ja? Oder britischer Pfund-US-Dollar, nein. Das sind die Währungsfuture, die heißen so, wie sie sind, das sind die entsprechenden Kürzel. So, und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann können wir anhand dieser, sag ich mal, an diesen Chartformationen, können wir genau erkennen, was wir gerade am Markt für eine Phase haben, ja, wo wir laufen, wo wir vorsichtig sein sollten oder wo wir wirklich dynamisch in den Märkten arbeiten können. Ich habe das Ganze mal im Grafikprogramm kurz noch mit reingenommen, kurzen Augenblick, damit ich hier mal zeigen kann, worum es mir da entsprechend geht. Und zwar, wo ist mein Grafikprogramm? Da drüben. Ach, manchmal die vielen Monitore. Gut, also hier haben wir entsprechend das Grafikprogramm mit den Charts drinnen. So, und wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, ich mache jetzt einfach mal hier an dieser Stelle ein paar Rechtecke rein. Da haben wir das. Oh, nicht zu dick. So, pass auf, ich zeige euch mal, was ich damit meine. Schaut euch das mal an. Hier, Nummer 1. Nummer 2. So, wartet mal kurz. Hier, Nummer 3. So, dann haben wir hier oben drauf Nummer 4 und hier hatten wir ewig im Kleinen das Ganze hier, das Ganze dort aufgelöst, beziehungsweise das hier auch im etwas größeren Bild auch noch hier auf dieser Art und Weise. Somit liegen, das hätten wir da. So, da sehen wir also sehr, sehr starke Seitwärtsphasen. Ne? Die einzige Währung, hier das Gleiche, kann ich auch noch im britischen Pfund mitmachen, auch hier sehr, sehr starke Seitwärtsphase. So. Die einzige Währung dieser 6 Futures, die wir hier haben, der wirklich in den letzten 3 Monaten schön stark nach oben gelaufen ist, war das Währungspaar Australdollar. Alle anderen Währungen haben auch eine sehr, sehr lange Phase von Seitwärtsmarkt hinter sich. Das heißt, das ist wirklich hier der US-Dollar. Ne? Den hatten wir hier an dieser Stelle auch schon mal. Das ist auch der sogenannte Directional Index, den man sich da auch anschauen kann. Ewig lange Seitwärtsphase, hin und her und hin und her, weder richtig hoch noch weder richtig runter, ja, dann kam der Ausbruch und dann kam plötzlich Stärke rein und jetzt schaut euch das mal an, hier, das war Ende Mai, als der stark nach unten ausgebrochen ist und jetzt schaut euch mal das Ganze beim Euro an, der Euro hat in der Phase, wo der Dollar diese starke Seitwärtsphase gehabt hat, genau die gleiche Seitwärtsphase gehabt und dann plötzlich, als der US-Dollar nach unten ausgebrochen ist, ist der Euro nach oben ausgebrochen. Und das war die Phase, wo der Euro plötzlich gegenüber dem US-Dollar sehr, sehr stark gewesen ist und dann nach oben gelaufen ist. Das sind so die Auflösepunkte. Ja? Und das sind so die Marken, da sieht man, der Kurs, der schwingt dann um der Markt und läuft dann nach oben rein. Was hier in diesen beiden Situationen allerdings wieder eine Situation war, die das Traden gerade für Swing Trading relativ kompliziert gemacht hat, war die Tatsache, wir sind jetzt hier nicht hoch getrendet, wie wir das hier im Australdollar, US-Dollar beispielsweise sehen, sondern wir sind wie eine Rakete geschossen. Hier wie eine Rakete nach unten, dort wie eine Rakete nach oben. Ja, das sind dann auch wieder schwierige Marktphasen, aber das ist komplett normal, absolut normal. Diese Phasen gibt es, erstmal übertrieben lange Seitwärtsphasen, dann eine übertriebene Auflösung und dann sammelt sich der Markt irgendwann, dann findet sich der Markt dann irgendwann, ja. Und das Ganze kann man wirklich sehr, sehr schön sehen, wenn man sich diese Märkte auch anschaut und hier wirklich sieht, aha, jetzt haben wir hier eine starke Seitwärtsphase, das heißt, wir sollten unsere Trades entsprechend so anpassen, dass man mal überlegt, was passiert denn in Seitwärtsphasen, ne? Wir sehen es ja in Seitwärtsphasen, da kommt der Markt nicht so richtig vom Fleck. Das heißt, wenn wir hier Long-Signale oder Short-Signale bekommen, müssen wir halt auch einfach schauen, okay, wir haben jetzt hier eine Range. Ich zeige euch das Ganze mal kurz auf der Seite von Finnwitz. Und da gehen wir einfach mal rein, beispielsweise in, ja, wo gehen wir mal rein? Wir gehen mal kurz rein in den, na, gucken wir mal kurz in den Neuseeland-Dollar rein. Ja, hier, Neuseeland-Dollar, klicke ich mal kurz rein. Hier an dieser Stelle, das ist jetzt der Tageschart. Ne? Und wenn wir mal sehen, wir waren hier in dieser großen Seitwärtsphase verortet nach einem massiven Abwärtsschub nach unten und der Markt strebt hier so langsam nach oben. Da muss man halt immer schauen, okay, was haben wir denn in dieser Phase auch drin? Haben wir eher Aufwärts- oder eher Abwärtsdruck? Und das ist halt der Punkt. Wir waren hier in der Korrektur eines übergeordneten Abwärtstrends. Was heißt das denn?
Die Korrekturen lösen sich eher über die Unterseite auf. Was macht man da als Trader? Selbstverständlich, man will ja mit dem Trend traden, mit dem großen übergeordneten Trend. Tja, der ist abwärts gerichtet, also eher die Shortseiten. Und wenn wir hier die Handelssignale auf der Shortseite auch sehen, na, beispielsweise hier oben, die kamen mal kurz, aber der wurde nicht wirklich nach unten aufgelöst, sondern der Markt läuft weiter hoch nach oben raus. Das ist einfach schwierig. Dann kam die Auflösung, ja, und jetzt sind wir hier an der Stelle, dann ging es sehr extrem dynamisch auch nach oben. Und jetzt muss man wirklich einfach schauen, beispielsweise hier im Chart Neuseeland-Dollar, da oben diese Marke von 64, das ist ein wichtiger Punkt, 64,25. Wenn wir hier drüber tatsächlich stark bleiben, dann haben wir die Chance, weiter nach oben reinzulaufen, in die Marke um die 0,68, da oben. Das ist da. Fallen wir allerdings jetzt drunter, und das schauen wir mal ganz kurz in die Woche rein, dann wäre das ein definitives Short-Signal, ja? Ähnlich wie wir das im Euro gerade sehen, im Euro-US-Dollar. Wir sind hier oben stark reingelaufen, ich skaliere es mal kurz ein bisschen größer, dass wir es besser sehen können. Wir sind da sehr stark reingelaufen, aber wenn man sich das mal anschaut, wir sind hier oben verortet in einem Bereich hier im Abwärtstrend. So, habe ich den Zeichenmodus an, wartet mal kurz. Zeichenmodus, so, schaut mal, hier oben, da oben ist das Trendhoch, ja, das Korrekturhoch hier. Das war das Korrekturtief, hoch, runter. Was wir jetzt hier sehen im großen Bild ist eine Gegenbewegung im Wochenabwärtschart. Und wenn wir hier tatsächlich diese Wochenkerze, die wir hier haben, von letzter Woche nach unten bestätigt bekommen, das wäre das Umkehrsignal. Ja? Und dann sehen wir plötzlich wieder, was der Markt anfängt, in Ruhe zu trenden. Und dann kann man sich auch vom Positionsmanagement wieder ganz, ganz anders einstellen. Und wenn wir hier auf Tagesbasis jetzt einen Abwärtstrend bekommen sollten, das wäre dann das, dass der Markt nach unten trendet. Die großen Bilder der Woche sind weiterhin noch abwärts gerichtet. Und dann haben wir dann eher die Chance, hier ein Stück weit nach unten zu laufen. Ja? Das ist das, wo sich der Markt in den Findungsphasen befindet. Und dass das Ganze für uns als Trader auch sehr, sehr wichtig ist, unsere Setups anzupassen, das sehen wir sozusagen an dieser Stelle. Schaut euch das mal ganz kurz an, ich will euch das mal zeigen. Das ist mal, was wir hier jetzt haben, was wir hier jetzt sehen, ist mal die Portfolioentwicklung von dem Portfolio, was der Martin Görsch und ich zusammen traden. Das ist das Portfolio, was wir haben. Das ist sozusagen mal die Entwicklung, die wir hier haben. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben es ja gerade auch bei den Futures gesehen. Wir hatten eine sehr, sehr gute Phase, wo die Märkte wirklich extrem steil angestiegen sind. Und schaut euch mal an, was in diesem Portfolio hier passiert ist. Wir sind hier in diesem Portfolio, in dieser Marktphase extrem gut vorangekommen. Ja, wir haben unser Risikomanagement angepasst, haben sozusagen sehr dynamisch in starke Trends rein investiert. So, das war der Punkt. Und wenn wir uns jetzt mal schauen, das waren hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trades gewesen, die uns hier von einem Portfoliogewinn etwas von 400 Euro auf einem Portfoliogewinn von 4.400 Euro nach oben gebracht haben mit 6 Trades, ja, es waren 6 Stück, so, und dann, was ist dann passiert, dann sind die Märkte rumgedreht und in ewig lange Seitwärtsphasen reingegangen und wenn ihr euch das mal anschaut, was wir hier momentan für eine brutale Drawdown-Phase haben, die dauert echt ewig lang schon, aber wenn wir einfach mal schauen, wie viel Geld wir hier verdient haben mit, das ist ein Portfolio von 20.000 Dollar hinten dran, 20.000 Euro, mit den 6, 7 Trades hier oben. Und wenn wir sehen, wie viele Trades wir gemacht haben und was wir mit diesen Trades, die nicht funktioniert haben, an Rendite hergeben mussten, dann sieht man einfach mal ganz stark, wenn wir als Händler uns an die Märkte anpassen, ja, dann haben wir gute Chancen in Drawdown-Phasen trotzdem Signale zu handeln, die jederzeit auch durchstarten können. Das heißt, da müssen wir gar nicht sagen, ah, trade ich das jetzt oder nicht, sondern wir können das Signal traden. Und wenn wir hier in die Situation kommen, dass wir unser Risikomanagement adjustieren, dann können wir es machen. Und was haben wir hier gemacht? Schaut euch das mal an. Auch hier kann man einfach sagen, schaut mal, wir haben jetzt hier sozusagen den Gegentrend gehabt und wir haben einfach gesagt, wenn sich dieser Gegentrend jetzt fortsetzen sollte, dann müssen wir unbedingt was am Risikomanagement machen. Was haben wir gemacht? Wir haben die Positionsgröße reduziert um 50%, das heißt, wir haben hier das Risiko von 2 auf 1% reduziert. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die steigenden Trades, ganz klar. Aber wir als Händler sagen, Risikokontrolle ist das A und O. Wir müssen definitiv liquide bleiben, um den Markt nach oben auch traden zu können, weiterhin traden zu können sozusagen. Ja? Egal was kommt. Das heißt, Risikoreduzierung. So, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben die Drawdown-Phase weiter
Wir hatten auch ein paar gute Trades dabei, wo nach oben gelaufen sind, aber so richtig Dynamik kommt noch nicht rein. Aber wir wissen halt auch, wir sind jetzt bei einer Trefferquote von unter 50% angekommen. Wir sehen, dass die Märkte langsam wieder anfangen, andere Trends zu bilden. Und das hat uns jetzt sozusagen dazu bewogen, dass wir gesagt haben, okay, wir fassen jetzt hier unser Risikomanagement auch langsam wieder an. Das heißt, wir haben unsere Positionsgröße um 50% nach oben geschraubt. Das heißt, rein vom Risiko gehen wir jetzt nicht mehr 1%, sondern 1,5%. Ja, damit nutzen wir die aktuellen Chancen an den Märkten, wo wir sehen, es kommen wieder Trends rein, die könnten sich ja auch sauber entwickeln, nutzen wir, um jetzt ganz langsam das Risiko wieder nach oben zu schrauben und die Adjustierung an die Märkte zu machen. Und das ist halt das, wo wir als Händler, deswegen sage ich das auch, Risk-on, Risk-off-Phasen, die müssen sich im Portfolio immer abwechseln, angepasst an den Markt. Und das ist das, was den Handel auch erfolgreich macht. Und das ist das, was ich hier auch an dieser Stelle als Message mitgeben möchte. Wir müssen nur hinschauen, was macht der Markt aktuell, in was für einer Phase befinden wir uns, wie reagiert unser Portfolio auf diese Phasen. Ne? Das haben wir ja hier gesehen, wie das Portfolio reagiert hat. Und diese Reaktion, die nehmen wir einfach auf und passen das Ganze entsprechend an im Risikomanagement. Und dann müssen wir uns nicht entscheiden, ob wir den Trade machen oder nicht, sondern wir können einfach wirklich sagen, gut, wenn die Trades kommen, können wir sie handeln und die Auswirkungen aufs Portfolio, die möglicherweise negativen Auswirkungen, die machen wir einfach über die Positionsgröße bzw. das Risikomanagement. Also das ist mal sozusagen hier die Art und Weise, wie ich im Währungsmarkt handle. Das ist auch das, was ich meinen Coaching-Teilnehmern oder auch Seminarteilnehmern immer wieder lerne, die Anpassung an das Marktverhalten. Und da geht es uns Tradern ja nicht anders als anderen Händlern. Man muss sich immer an den Markt anpassen. Ja, es nützt nichts, dass ich sage, ich verkaufe im Sommer eine Heizung, weil es im Sommer ja so schön warm ist, sondern im Sommer sollte ich eher Kühlschränke verkaufen oder Kühlgeräte und im Winter umgekehrt das Zeugs, was heizt. Und genauso ist es hier bei uns. Wenn wir einfach sehen, wir haben einen Aufwärtstrend, dann wollen wir ja nicht short traden und umgekehrt, sondern wir passen uns immer an die Märkte an. Und wenn wir halt diese ewig langen Seitwärtsphasen haben, auch das sollte definitiv Anpassung am Trading Management haben. So, jetzt schaue ich noch mal kurz in die Fragen rein. Hier kam eine Frage: Research am Sonntag, wo bitte? Na, aber hallo, das zeige ich doch gerne. Leute, das gibt es einfach auf der Website von Tickmill. Kurzen Augenblick. Ich ziehe es mal ganz kurz rüber hier an dieser Stelle. Also das hier ist die Website von Tickmill. Wer sich die Website mal anschauen möchte, die ist sehr, sehr sehenswert. Nutzt die Website ruhig auch mal so ein bisschen, um Konditionsvergleiche zu machen, weil Broker gibt es ja zuhauf, wo wirklich die Qualitätsunterschiede herkommen, sind wirklich in der Art und Weise, wie der Broker mit den Kunden zusammenarbeitet. Da ist Tickmill wirklich hervorragend am Markt unterwegs und auch die Konditionen sind wirklich sehr, sehr kompetitiv. Aber zum Thema Blog einfach mal auf die Website von Tickmill gehen und hier oben gibt es den Blog-Eintrag und dort veröffentliche ich das Research am Sonntag, genauso wie ich dort auch immer wieder die Handelsideen entsprechend veröffentliche. Und da stehen natürlich auch immer die Videos zusammen. Ne? Das ist das Ganze mit da. Und hier sieht man sozusagen, was ich veröffentliche und das geht dann rein. Und wie schon gesagt, hier mache ich es auch am Sonntags in der Regel immer so, wenn ich die Zeit dazu habe, dass ich das Research am Sonntag direkt veröffentliche und das Ganze dann dort mit zur Verfügung stelle. Ich mache mal ganz kurz hier den Link noch mit rein. Kurzen Augenblick, weil das interessiert, sonst wäre ja nicht die Frage hier gekommen. Kurzen Augenblick. So, da einmal bitte an alle. Dort wird der Blogbeitrag gefunden und dort wird sozusagen auch das Research am Sonntag erscheinen, um das Ganze hier mit reinzubringen. So. Facebook-Zuschauer, bitte auch hier, wer mag, einfach draufklicken. Aber ja, man sieht es ja, wer auf Facebook folgt, ich veröffentliche es dort ja auch direkt immer. Also das war dazu genannt. So, das wäre dann. Und da muss ich mal schauen, hier kam auch noch eine Frage. Muss ich mal kurz durchlesen. Das muss ich mir mal kurz. Du hast gerade ein Programm angesprochen, was die menschliche Komponente, die uns von einem guten Trading-Bot unterscheidet. Ah, jetzt. Ja, jetzt weiß ich. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, wir Trader haben jetzt grundsätzlich haben wir ja zwei Möglichkeiten zu traden. Entweder wir entscheiden selbst, was wir wie traden, oder wir sagen es einem Computer. Mit den Computerprogrammen, die das Ganze machen, also der sogenannte automatisierte Handel, da kommt ja auch die Frage jetzt her, sozusagen,
da kann ich jetzt kein Programm empfehlen, weil ich bin jemand, ich arbeite mit sowas nicht, ich fühle mich damit nicht wohl. Einfach auf Grundlage der Tatsache, dass diese Programme nachweislich nur in bestimmten Phasen funktionieren. Warum ist das so? Wir sagen dem Computer ja entsprechend genau, was er tun soll. Ja? Mal ein klassisches Beispiel an dieser Stelle. Wir sagen dem Computer, okay, wenn ich einen Aufwärtstrend habe, kauf bitte immer bei Fortsetzung des Trends eine neue Position. So, Punkt. Das macht er. Einfach immer kaufen, wenn ein neues hochgeschrieben wird. Dann macht er das und macht er das und macht er das, bis sozusagen das Ganze nicht mehr funktioniert. So, das funktioniert mal eine Zeit lang gut. Ich als Händler, ich persönlich aus meiner Erfahrung weiß aber, es gibt Phasen, da funktioniert das. Es gibt Phasen, da sollte ich besser aus der Korrektur heraustreten, weil einfach diese neuen Hochs immer wieder abverkauft werden. Und das ist der Unterschied zwischen der menschlichen Komponente und dem Computer. Ich als Mensch kann immer sagen, wenn ich das Marktgefühl habe, was mache ich denn jetzt? Was muss ich anders machen, dass ich weiter erfolgreich traden kann? Und der Computer kann das nicht. Und aus diesem Grund bin ich persönlich jetzt nicht der Freund, der sagt, ich lasse den Computer alles handeln. Ne? Wenn ich natürlich diverse Computerunterstützungen habe, wo ich jetzt sage, okay, lieber Computer, jetzt gerade werden neue Hochs gekauft, dann lasse ich den Computer mal neue Hochs kaufen. Und jetzt, lieber Computer, wird nicht am Hoch gekauft, sondern eher verkauft. Dann verkaufe am Hoch mal bitte immer. Das sind so die Sachen, die kann ich dem Computer sagen. Und da muss ich aber auch als Mensch eingreifen und sagen, okay, ich muss das Ganze jetzt mal umstellen. Und in Seitwärtsphasen ist das ja noch viel, viel dramatischer. Ja? Und das ist der Punkt, wo ich sage, das unterscheidet sozusagen den Computer vom Menschen. Ja? Der Computer hat keine Emotionen, der Computer macht jetzt einfach und da sitzt er nicht da und sagt, okay, ich überlege jetzt mal, ob Hochs gerade gekauft werden oder nicht. Er kauft die Hochs einfach. Wo wir als Trader halt die menschliche Komponente noch mit einbringen und da ist der Mensch halt manchmal auch eine Fehlerquelle. Das heißt, jemand, der, sag ich mal, noch nicht genug Markterfahrung hat und irgendwo gehört hat, okay, du musst jetzt immer kaufen, wenn ein Trend sich fortsetzt, der wird das dann immer machen und halt auch regelmäßig damit auf die Nase fliegen. Jemand, der aber schon genug Erfahrung hat, ja, diese Erfahrung habe ich natürlich auch über die Jahre gemacht, der hat natürlich auch die Chance zu sagen, okay, wie funktioniert der Markt? Deswegen blicken wir halt auch auf solche Charts drauf und da können wir uns anpassen. Das heißt, der klare Unterschied ist einfach emotional bedingt, ne? Der Mensch macht Fehler in seinen Entscheidungen. Ja, wenn ich mich jetzt nicht traue, einen Ausbruch zur Oberseite zu traden, dann hält mich die Emotion, die Angst davon ab. Der Computer macht das einfach. Und das ist der große Unterschied des Ganzen. Und damit muss man sich als Trader identifizieren können. Ja, das heißt, ich kenne genug Trader, die kommen damit sehr, sehr gut zurecht. Die vertrauen dem Ganzen. Dann sage ich, macht. Ja, wenn ihr damit nicht zurechtkommt, ich komme damit zum Beispiel gar nicht zurecht, ich fühle mich damit nicht wohl. Dann mache ich es nicht. Und das ist so der Punkt. Man muss diese menschliche Komponente mit einbeziehen und was zu einem passt, entsprechend traden. So, ich hoffe, das passt ganz gut. Die Frage ist beantwortet. Weitere Fragen sehe ich jetzt an dieser Stelle nicht. Da sage ich an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuschauen heute wieder. Ich hoffe, es war interessant. Empfehlt uns weiter sehr, sehr gerne Tickmill Deutsch einfach hier an die Freunde, die auch traden, einfach mal weitergeben im FX-Bereich. Ich sage danke an dieser Stelle, wünsche allen ein schönes, entspanntes Wochenende. Gute Trades für heute natürlich und wir sehen uns Montag wieder 8:30 Uhr zur Live-Besprechung, wie ich schon gesagt habe. Das Research am Sonntag gibt's natürlich. Bisschen eher. Dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss. Bye bye.